Dieses Video ist nur für meine Freunde gedacht und nicht für die Öffentlichkeit. Jeder, der sich nicht mein Freund nennt, fühlt sich bitte nicht angesprochen. Jeder, der seine Sicherheit ist, aber mein Freund ist, du bist nicht mein Freund. Geh in Arsch, komm nicht zu mir, du bist nicht eingeladen. Hallo, ich sitze da gerade mit dem Marder und dem Pronos Persika. Scheiß Pronos. Leider muss ich eine schlechte Nachricht überbringen. Ich muss leider das Teichfest absagen. Das ist kein Scherz, das Teichfest wird nicht passieren. Leider war ich ein bisschen ungeschickt, was die Verbreitung oder die Veröffentlichung von dieser privaten Veranstaltung angeht. Deshalb fällt es leider im Bach. Die genauen Gründe erkläre ich dann am Ende von diesem Video. Katalpa-Bingonides. Aber es wird trotzdem eine Veranstaltung stattfinden. Also die Sommerfete fällt nicht ins Wasser. Ich mache einfach, wie üblich, bei mir daheim im Garten eine Zaumsitzerei. Und ich biete euch natürlich auch vergleichbar geile Beschäftigungsmöglichkeiten. Wenn wir jetzt zwar nicht beim Teich sind, aber der Spaß wird trotzdem unendlich werden. Ziemlich lästig ist zum Beispiel, dass da der Garten voller gemütlicher Früchte ist. Ah, was ist das? Eine Sammelfrucht oder ist das scheißegal? Gibt sogar einen Grab. Nom nom nom. Nom nom nom. Stachelbeeren. Nom nom nom. Teich ist da natürlich keiner, aber immerhin so ein kleiner Biotop-Dümpi. Kennst du den eigentlich? Fürst du nicht da? Wenn das Wetter so geil ist wie heute, würde ich vorschlagen, wir machen eine fette Wasserschlacht. Aber du! Ich hab's gut gemacht. Burm. Also ihr seht, wie ernst mir das ist. Also ich werde 1000 Wasserbomben vorbereiten. 1000! Ich habe spontan die Idee gehabt, Musiksachen da aufzubauen irgendwie. Da so. Da. Also, ich kann nur sagen Jam Session. Jam Session. Jam Session! Wenn das Schlagzeug raus ist, stellt euch dann einfach vor, es passiert das. Da heraus. Zeit, Punkt, bleibt der gleiche, also Freitag bzw. Samstag, wenn es Freitag schier ist, auch wieder ab Nachmittag. Oh ja, PC abhängend. Symphoricapus albus. Warum das Teichfest nichts wie liegt, hauptsächlich in zwei Gründen. Erstens war ich ein bisschen ungeschickt und habe den Grundeigentümer, wie sind ja nur die Pächter, nicht explizit gefragt, ob ich das alles machen darf. Ich habe einfach nicht so weit gedacht, ich habe gedacht, das passt schon, wir sind nicht Pächter. Und zweitens war mein Fehler, dass ich das Einladungsvideo, das grandiose Einladungsvideo, komplett öffentlich gemacht habe und das deswegen von diversen Leuten im Ort als öffentliche Ausschreibung verstanden worden ist. Es hat zu Anrufen an der Gemeinde geführt. Und so weiter und so fort. Auf jeden Fall ist der Eindruck entstanden, dass ich da eine öffentliche Großveranstaltung plane und so weiter. Auf jeden Fall ein großes Missverständnis. Da ich mit Absicht dieses Video da jetzt auch wieder öffentlich mache, Entschuldigung an alle, die das falsch verstanden haben, das Teichfest wäre eine private Veranstaltung gewesen, nur mit Freunden von mir, die persönlich eingeladen waren. Das Video war einfach öffentlich, weil ich mir nichts darüber gedacht habe. Tut mir leid an alle, die das irgendwie gestört hat und die das falsch aufgefasst haben. Was ganz witzig ist allerdings, ist, dass es scheinbar sehr schwer war, mich zu erreichen. Es war nicht möglich, dass man bei mir daheim wegen nach meiner Handynummer fragt. Also im Grunde hat die Gemeinde dann die Besitzer zu meiner Oma geschickt, wo zufällig meine Tante war. Und meine Tante hat es meinem Cousin gesagt und der hat mich dann angerufen. Es war nicht möglich, dass man anders an meine Nummer kommt und mich einfach persönlich fragt. Ich glaube, man muss einfach sagen, so geht es leider zu bei uns, besonders in Österreich. Leute, die eigentlich das überhaupt nichts angeht, regen sie auf und dadurch entsteht natürlich Chaos, statt dass man einfach den Verantwortlichen fragt. Wie gesagt, nur mal tut mir leid an die Besitzer, dass ich da nicht gefragt habe. Sonst würde ich einfach sagen, es war ein Missverständnis, ich wollte das nicht öffentlich machen.
Webuhren um Opulus?